vorbereitet sein für den Ernstfall. Bei der Feuerwehr Ludwigshafen ist dieses Einsatzfahrzeug mittlerweile regelmäßig unterwegs. Also das Fahrzeug bekommt eine vorgefertigte Route von der Einsatzleitung. Dann beginnen sie mit der Warnung, mit einem Warnton. So wird es dann weitergehen. Und am Schluss kann man natürlich noch eine Durchsage machen, um die Verhaltenshinweise und die Warnhinweise zu geben. Das Fahrzeug ist Teil des Leitfadens Lokale Warnkonzepte, der vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie den lokalen Feuerwehren Mannheim und Ludwigshafen erarbeitet worden ist. Das Besondere, er ist eine Blaupause beider Städte, die im Katastrophenfall eng zusammenarbeiten. Es sind zwei Städte, es sind auch zwei Länder, aber es ist ein Warnkonzept, um die Bevölkerung im Fall der Fälle zu warnen und einheitlich zu sprechen, die richtigen Informationen möglichst schnell an die Menschen zu bringen. 26.000 Euro hat die Projektarbeit um den Leitfaden gekostet. Bei der Präsentation heute zeigt man sich zufrieden. Das, was hier im Kleinen sehr informell über Jahrzehnte gelebt wird, als Best-Practice-Beispiel für ganz Deutschland, macht uns unendlich stolz, sowohl die Kollegen aus Mannheim wie auch wir uns aus Ludwigshafen. Inhalt des lokalen Warnkonzepts ist der bestmögliche Schutz der Bevölkerung, in dem Großlagen schnell erkannt und gemeinsam in den Griff gebracht werden. Wir haben ein gemeinsames Rettungsboot, das auf einer Seite des Rheins liegt, aber natürlich in beide Richtungen ausrücken kann. Das muss man nur einmal anschaffen, wird selten gebraucht, aber wenn es gebraucht wird, ist es unfassbar wichtig, dass es vorhanden ist. Neu ist, dass die Bevölkerung in der Metropolregion Rhein-Neckar jetzt noch digitaler gewarnt wird. Die Blaupause ist insofern besonders, dass wirklich auch die modernen Medien, also Social Media, heute inbegriffen sind. Das war natürlich vor 10 Jahren oder zu Beginn unseres Projektes so nicht der Fall. Hier haben wir entsprechend profitiert davon und werden in Zukunft sicher auch, was diese neuen Wege betrifft, besser aufgestellt sein. Mittlerweile seien Abläufe aus dem Konzept in Ludwigshafen und Mannheim so gut eingespielt, dass Warnungen schneller rausgehen und mehr Leute erreicht werden können als noch vor ein paar Jahren.